Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute machen wir ein richtig gesundes, absolut vollwertiges Brot ohne Hefe und ohne Backpulver, nur mit Natron. Zuallererst müssen wir jetzt hier eine Samenmischung machen. Und zwar habe ich jetzt hier erstmal ganze Leinsamen. Die gebe ich jetzt da rein, das sind 5 Esslöffel. Und jetzt sind ja Esslöffel auch immer unterschiedlich groß und deswegen schreibe ich euch die genauen Mengenangabe unter das Video. Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr euch an Esslöffel haltet, einen gestrichenen Esslöffel verwenden. Dann kommen noch 5 Esslöffel Chiasamen und 5 Esslöffel Flohsamenschalen da hinzu. Das Ganze wird mit einem halben Liter Wasser aufgegossen und gut umgerührt und muss erstmal ungefähr eine Stunde stehen bleiben zum Quellen lassen. Solltet ihr feststellen, dass die Menge hinterher sehr dickflüssig geworden ist, dann könnte es daran liegen, dass ihr gemahlene Flohsamenschalen verwendet habt. Das habe ich nämlich genommen, ist aber nicht schlimm, das funktioniert genauso. Oder die Menge der Samen war vielleicht zu hoch, deswegen steht die genaue Angabe in Gramm unter dem Video. Und das sind jetzt hier die ganzen Zutaten, die wir für das Brot benötigen. Die Samenmischung, Hafer, Dinkel, Natron, Salz, Sprudelwasser und Ahornsirup. Und damit das Brot dann auch wirklich richtig schön vollwertig wird, mahle ich mein Mehl selber. Ich habe jetzt hier die Dinkelkörner und die Haferkörner erstmal abgewogen und habe das dann in meiner Mühle richtig schön fein gemahlen. Alternativ könnt ihr natürlich Dinkel-Vollkornmehl verwenden und Haferflocken, die könnt ihr dann auch in eurem Mixer zu Mehl verarbeiten. Ich gebe das Mehl jetzt in meine Schüssel von meiner Knetmaschine und das Salz hinzu. Dann verrühre ich das alles gut miteinander und dann mache ich in der Mitte so eine Vertiefung. Da kommt nämlich dann das Natron rein und das Sprudelwasser. Von dem Natron brauchen wir 2 Esslöffel und auch da habe ich jetzt gestrichene Esslöffel verwendet und dann habe ich das Sprudelwasser dazugegeben und dann schäumt das so ein bisschen auf. Anstatt Zucker habe ich jetzt einen Schuss Ahornsirup hinzugegeben und dann kommt die Samenmischung dazu und dann wird das Ganze gut durchgeknetet. Ich habe das jetzt hier in meiner Küchenmaschine ungefähr 7 Minuten durchgeknetet. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr keine Küchenmaschine habt, auch mit dem Knethaken eurem Mixers machen oder zur Not auch mit den Händen. Das ist aber dann ein bisschen Arbeit. So sieht der Teig jetzt bei mir aus und ich habe den jetzt mit den Händen nochmal durchgeknetet und zu einem Brotlaib geformt. Das Rezept ist übrigens von einer lieben Instagram-Kollegin, die genauso heißt wie ich und ihr Instagram-Name ist flowfitvegan. Ich verlinke euch das gerne mal unter dem Video. Und bei dem Brot kann man auf jeden Fall auch noch einiges einarbeiten, also zum Beispiel verschiedene Kräuter, Gewürze oder getrocknete Tomaten. Ich wollte es jetzt aber erstmal so ganz basic haben, um zu gucken, wie der Geschmack ist und ob es sich auch für süße Aufstriche und so weiter eignet. Ich habe das Brot jetzt nochmal mit angefeuchteten Händen von allen Seiten so ein bisschen benässt und vergessen habe ich es leider einzuschneiden, dann wäre das von der Optik natürlich noch viel, viel schöner geworden. Das tut dem Geschmack aber keinen Abbruch. Ja, und dann kommt das Brot in den Backofen bei 180 Grad ungefähr eine Stunde. Und dann ist das Brot fertig und wir müssen es ein bisschen abkühlen lassen. Ich habe ein paar Schwierigkeiten damit und habe das jetzt noch lauwarm angeschnitten. Ihr hört sicher, dass es außen richtig schön knusprig ist und es ist innen total fluffig und saftig. Das Brot bleibt richtig lange frisch, also ich bin super begeistert. Es vom Geschmack her erinnert mich das so ein bisschen an Laugengebäck, weil das ja von dem Natron irgendwie so ein bisschen salzige Kruste hat, sage ich jetzt mal. Also ich finde es sehr, sehr interessant, würde beim nächsten Mal auf jeden Fall auch mal Kräuter oder getrocknete Tomaten mit untermischen. Das ist auf jeden Fall ein super, super leckeres Rezept. Ereignet ist es natürlich auch, dadurch, dass keine Hefe drin ist, für Leute, die eine Histaminunverträglichkeit haben. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert das Glöckchen. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir erscheint. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!